Oh mein Gott, Freunde, wir spielen heute das neue StumbleGuys Update mit mehreren neuen Maps und ultra krassen neuen Skins und einem neuen Special Skin. Gebe jetzt in StumbleGuys meinen Creator-Code TeamLukas ein und supporte mich kostenlos. Alle 7 Tage musst du den Code neu eingeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem TeamLukas-Kanal, Freunde. Und Alter, es ist ultra krank. Es gibt mal wieder ein neues StumbleGuys-Update und dieses Mal ist es einfach nur geisteskrank, was alles kommen wird, Freunde. Ich bin auf jeden Fall hier auf der neuen Beta, wo ich jetzt auch einen roten Namen am Start habe. Ultra krass, Leute. Und ich werde euch im heutigen Video nicht nur mehrere neue Maps zeigen, komplett neue Stumbler-Skins sozusagen, einen neuen Special-Skin und so weiter. Es wird auf jeden Fall komplett krank, Leute. Ihr seht hier schon ein neues Glücksrad, wo ich euch die ganzen Skins jetzt gleich zeigen kann und ziehen kann. Dann mehrere neue Maps. Ich gebe euch schon mal einen ganz kleinen Sneak Peek hier, Leute. Und zwar die eine Map heißt hier einfach Sharks. Also auf jeden Fall richtig krank mit Haien, Leute, die hier diese Plattform scheinbar zerfressen sollen. Komplett krank. Dann gibt es hier die neue Map Elimination Base. Also das ist auch komplett heftig. Und einfach noch eine neue Map scheinbar. Und zwar, die nennt sich hier Burrito Bonanza. Ey, ich bin komplett gehypt, Leute. Das ist einfach nur ein riesiges, krankes Update. Lasst dafür schon mal jetzt ein Like da, ein kostenloses Abo unbedingt, Leute. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, würde mich ultra freuen. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein. Als erstes hier mit den neuen Skins, Leute. Ihr seht schon einen Diamant-Rabbit. Das ist tatsächlich ein neuer Spezialskin. Also es werden hier komplett neue Rabbit-Skins kommen. Die waren ja sehr beliebt, Leute. Und deswegen kommen die auf jeden Fall wieder. Und ich würde sagen, wir spinnen auf jeden Fall mal das neue Glücksrad. Und hoffen, dass wir natürlich die neuen Skins einmal ziehen werden, Leute. Ich bin auf jeden Fall richtig, richtig gespannt. So. Oh, let's go! Alter, wie krank sah der denn aus? Den werden wir gleich dann natürlich mal auswählen und testen. Let's go, Junge. Wie krank. Haha. Ich bin unnormal gespannt, wie die gleich aussehen werden, die Skins. Zack. Dann nochmal den Luchador Rabbit, ne? Also, ich denke mal, es gibt dann, wie gesagt, ein neues Rabbit-Event, wo das Ganze dann erspielbar ist. Aber genau weiß ich das natürlich nicht, Leute, zum aktuellen Zeitpunkt. Ey, ich bin auch schon so krank gespannt auf die neuen Maps gleich, Leute. Das wird einfach nur ultra heftig. Wie gesagt, lasst schon mal einen fetten Like und kostenlos Abo dafür da. Und ich würde sagen, jetzt... Oh, einen doppelten Special-Skin, Junge! Oh mein Gott! Okay, der hat auch fast 10% Wahrscheinlichkeit hier auf dem Glücksrad zumindest. Wie gesagt, Leute, weil wir auf der Beta sind, ist das Ganze natürlich so, dass wir die Sachen kostenlos ziehen können. Wenn sie im echten Spiel dann kommen, wird es wahrscheinlich ein bisschen anders sein. Und Alter, wie krank. Ich würde sagen, das reicht schon mal hier für die Skins erstmal. Leute, und ganz wichtig, vergesst es nicht, tragt bei euch in StumbleGuys mal unbedingt Creator-Code TeamLukas ein, um mich kostenlos zu unterstützen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Das wäre richtig ehrenhaft. Und ich würde sagen, Leute, ihr seht hier schon, welche Skins ich hier so am Start habe. Oh mein Gott, alter Diamond Rabbit, schaut euch mal die Augen an, das sind einfach so Disco-Kugeln. Junge, wie krank ist der bitte? Das ist echt andere Liga, Junge, das ist andere Liga. Wir schauen uns nochmal ein paar von den anderen hier an, zum Beispiel hier den Royal Rabbit. Alter, der sieht ja auch richtig cool aus, der sieht sehr lustig aus, diesem Pömpel. Dann haben wir hier zum Beispiel noch den hier, den Pirate Rabbit. Haha, Junge, dem sein Blick, zu geil, Junge. Dann nochmal den hier auf jeden Fall, den Luchador Rabbit. Ja, sind noch echt coole Skins auf jeden Fall. Aber den Diamond Rabbit, das ist natürlich der Skin, den wir spielen wollen. Und jetzt, Leute, es geht los auf jeden Fall. Wir starten rein in eine neue Map, beziehungsweise in 3 neue Maps. Ich werde jetzt einfach mal alle 3 Maps ausrüsten. Erstmal die Sharks auf jeden Fall. Dann als zweites die zweite neue Map. Und das ist tatsächlich jetzt einfach mal Elimination Base, ja. Und als drittes, die dritte der neuen Maps, und zwar einfach mal die Burrito Bonanza heißt die, ja, genau, hier die. Auf jeden Fall, Leute, ich bin mal sehr gespannt, welche davon am geilsten ist. Ihr könnt euren Favoriten natürlich in die Kommentare schreiben, welche der Maps findet ihr am coolsten. Digga, das ist einfach zu krank, wie viel Stuff auf jeden Fall StumbleGuys aktuell ins Spiel bringt. Ich finde das richtig krass, das sind meiner Meinung nach so starke Updates. Ich hätte mir so gewünscht, dass diese ganzen Sachen schon so ungefähr vor so einem halben Jahr, dreiviertel Jahr ins Spiel gekommen wären. Also noch im Jahr 2022. Ich hätte mir so sehr gewünscht, das wäre krass gewesen. Und Alter, was? Hier sind wirklich Haie am Start, die hier die Spieler auffressen. Was?
Junge, oh mein Gott, das ist ein Hai. Alter, Bro. Und guck mal, wie krank mein Skin ist, Leute. Digga, Diamond Rabbit. Der ist sau heftig. Und Alter, diese Fässer explodieren noch. Und hier werden einfach Haie reingeschleudert, Leute. Das sind einfach explodierende Haie. Okay, Bro. Ich muss mich auf jeden Fall in Acht nehmen hier vor diesen, Alter, vor diesen gefährlichen Haien. Okay, es ist eigentlich, man kann sagen, Bombardement ein bisschen krasser. Ich würde sagen, es ist Bombardement ein bisschen krasser, Leute, ne? Ist auf jeden Fall sehr nice, muss man schon sagen. Muss man auf jeden Fall schon sagen. Aber wir kommen jetzt zur zweiten neuen Map, und zwar Elimination Base. Das ist nicht Blaster Base, Leute. Ihr seht auch schon, da ist ein ganz neuer Komet am Start. Und zwar hier, ihr seht schon, Leute, es sieht ganz anders aus. Hier zählen die Kills tatsächlich. Also ihr seht schon, ich werde den Typ jetzt mal hier killen. Ich denke mal, der lässt sich schon ganz gut killen. So. Oh, Bruder. Oh mein Gott. Komm on, der ist fast tot. Hä, lol, war das jetzt mein Kill oder nicht? Nein, das war nicht mein Kill. Okay, man kann hier auch abstauben. Ich glaube, ich brauche eine neue Waffe. Oh mein Gott. Und ja, genau. Man respawnt auch, Leute. Also man ist nicht komplett tot, ne? Oh mein Gott. Bro, bitte. Ich brauche diesen Kill jetzt. Ja, das war mein Kill. Und ihr seht schon, jetzt habe ich einen Kill und bin einmal gestorben. Wichtig ist hier einfach Kills zu sammeln. Und wer die beste, also wer die meisten Kills hat, der gewinnt. Oh mein Gott, Bro. Man sieht auch, wie man hier respawnt sozusagen. Oh mein Gott, komm mal, ich brauch diesen Kill jetzt. Ich bin 14. Ich bin ja richtig schlecht, Leute. Ich komme gar nicht weiter so, wenn ich so weitermache. Oh mein Gott, ich bin zu schlecht. Oh mein Gott, jetzt bin ich schon wieder 8er. Okay, mit 2 Kills ist man also schon deutlich besser unterwegs. Okay, wo ist der Spieler, Leute? Ich finde das sehr geil mit den Kills. Also das gefällt mir gut, muss ich sagen. Ja, das... Nein, das war nicht mein Kill. Aber das war mein Kill. Okay, ich habe 3 Kills gemacht. Oh mein Gott, Bro. Digga, er hittet viel besser als ich gerade. Nein, Bro. Oh mein Gott, Bro. Okay, nice. Ich glaube, jetzt habe ich eine ganz gute Waffe. Oh mein Gott, okay. Boom. Come on. Ich muss ihn jetzt killen. Ich muss ihn jetzt killen. Wir haben noch 133 Sekunden. Also, Leute, es ist schon ein langes Game. Let's go. Wir haben 4 Kills und 4 Tode. Wir sind damit Platz 8, ne? Wichtig ist auf jeden Fall, wir müssen jetzt noch mehr Kills machen. Let's go. Jetzt sind wir 6 da. Ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Ich glaube, das ist auch mein Kill. Zack. Gönn. Ja, Mann. Okay, richtig gut. 6 Kills. Ihr seht es oben, ne? 4-mal bin ich gestorben. Das ist eigentlich ein sehr geiler Modus, muss ich schon mal sagen, Leute. Okay. Lol, der hat mich noch gekillt. Das war ja sau. Digga, das war ja richtig knapp. Okay, nice. Den habe ich also auch erwischt. No, was? Ich bin auch gestorben eben. Digga, man stirbt hier auch sehr oft, ne? Komm, das muss mein Kill sein. Was geht denn hier ab? Ja, das war, glaube ich, meiner. Zack, aber wieder mein Kill. Oh, jetzt bin ich schon 2. Leute. Sehr stark. Ich habe jetzt schon 9 Kills gemacht. Wir haben noch 70 Sekunden. Ich bin gerade Platz 2. Platz 1 hat hier 11 Kills, seht ihr an der Seite. Ey, das ist auch voll geil hier mit diesen Bestenlisten sozusagen immer an der Seite. Das ist halt eine sehr lange Map, Leute, ne? Das ist keine schnelle Map. Und ich finde es aber eigentlich vom Prinzip her ganz cool. Ist so ein... Ja, ist eigentlich schon sehr ähnlich zu Blaster Base auch, aber ist auf jeden Fall ganz geil. Oh, lol. Okay, Leute. Zack, zack. Oh mein Gott, let's go. Wir haben 11 Kills. Oh, noch ein Kill, dann sind wir Platz 1. Come on, wir müssen noch Platz 1 werden. Das wäre richtig geil. Ja, ich glaube, der ist eh schlecht. Guck mal, da können wir einfach ganz normal... Ey, der hat mir den Kill geklaut, Junge. Der hat mir eiskalt den Kill geklaut. Alter, wie viel Damage macht der? Digga, wie viel Damage macht der? Komm, das muss meiner sein. Ja, war es nicht, glaube ich. Oh mein Gott, mir fehlt wieder nur ein Kill. Come on, ist das meiner, ist das meiner, ist das meiner? Ah, Junge. Ja, jetzt bin ich Erster. Let's go, Junge. Oh mein Gott, nice. Richtig gut. Let's go. Wir waren der Beste, Leute. Sehr geil. Gerade so auch mit 13 Kills. Digga, okay, das war auf jeden Fall schon eine bisschen längere Map, aber ist okay. Okay, Leute, ich würde auf jeden Fall sagen, wir kommen jetzt zur letzten Map. Burrito Bananza. Oh mein Gott, wie krank sieht die Map bitte aus. WTF, Junge. Lol. Digga, das ist mit Abstand die krasseste Map, sage ich jetzt schon. Junge, was geht denn jetzt ab? Bro, Alter, da muss man sich erstmal hier hinstellen. Oh, lol, dann kann man quasi so in diesen Zwischenräumen hier so... Lol, laufen.
Ich check's, okay. Digga, oh mein Gott, wie krank ist die Map bitte? Oh mein Gott, wo geht's jetzt lang? Man kann hier entweder über die Mitte oder seitlich, ne? Junge, oh mein Gott, runtergefallen. Junge, warte mal kurz. Ich glaube, ich muss die Map gleich nochmal spielen. Die ist ja voll krank. Alter, die ist richtig schwer. Junge, die ist ja komplett krank. Was hatten die für krasse Elemente? Die hat Elemente von anderen Maps, die es noch gar nicht gab bisher. Also, ich meine, die hat komplett neue Elemente, die es noch gar nicht gab. Das meine ich. Oh mein Gott, wie krank. Die ist auch echt gar nicht so einfach, Leute. Oh, ich habe es gerade noch so drüber geschafft. Und hier ist so ganz viel Zeug im Essen hier auf jeden Fall am Start. Hier kann man über so Toastbrote springen. Hier sind ganz viele Lavabälle. Wahrscheinlich muss man... Oh. Ah ja, okay, man muss quasi auf diesen Toastbroten bleiben. Junge, wie krank ist diese Map, Bro? Ey, das ist ja unnormal. Ey, Alter, das ist richtig schwer sogar. Okay, komm, wir gehen mal hier seitlich über den Käse drüber. Wahrscheinlich ist das die bessere Route, würde ich mal vermuten. Alter, Junge. Und hier ist man dann auf so einem drehenden Dönerspieß. Ist das ein Döner-Kebab? Ich weiß nicht, Leute. Oh, ja. Okay, nice. Jetzt sind wir auf jeden Fall hier auch nochmal weitergekommen. Oh nein. Okay, wir müssen die Map unbedingt nochmal spielen. Okay, Leute. Burrito Bananza nochmal auf ein zweites. Dieses Mal mit 32 Leuten, damit ich hier natürlich mal bessere Chancen habe. Leute, ich habe die Map ja jetzt auch zum ersten Mal mit euch zusammen gespielt. Wie krank sieht die bitte aus, Junge? Das ist abnormal heftig. Man kann hier schon... auf jeden Fall ein bisschen früher vorbei. Nein, Junge, ich werde hier so hops genommen. Okay, jetzt ganz schnell hier zur Seite. Okay, jetzt ist die Frage, ist es hier besser drüber zu gehen? Ja, okay, das ist eigentlich ganz easy, die Mitte hier, merke ich schon. Sehr geil, das war eigentlich ganz entspannt. Jetzt ist hier so ein bisschen over and under und noch dieses Teil, was mich komplett hops nimmt jedes Mal, diese Rolle. Junge, wie viele kommen davon auch, Junge? Oh nein, okay. Junge, ey, das ist ja komplett heftig. Das ist unnormal. Okay, so, ah, da kann man auch sozusagen so ausweichen. Hier kann man noch so drüber. Dann gehen wir mal wieder über den Käse. Dieses Mal müssen wir es echt schaffen. Alter, Junge. Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die Map findet. Jetzt gehen wir doch über die Toastbrote. Oh nein, wir wurden so drüber geschleudert. Alter, die Map ist auch gar nicht so einfach. Finde ich aber gut, ne? Die macht richtig Spaß zu spielen. Ich finde die richtig, richtig gut. Ich finde die richtig, richtig gut sogar. Die macht unnormal Spaß. So, zack. Und jetzt nochmal die Stelle, wo wir eben gar nicht waren. Die Endstelle sozusagen mit diesen ganzen Farbdingern. Junge, Alter! Hier wird man komplett übertrieben hops genommen. Junge, okay. Da müssen wir noch schnell drunter durch. Zack, das hat geklappt. Ey, die Map ist echt schwer. Ja, okay, wir haben es aber geschafft, Leute. Sau, sau nice. Ey, Leute, geisteskrankes Update. Schreibt auf jeden Fall mal, was ihr davon denkt in die Kommentare. Lasst nochmal ein Like da, kostenloses Abo. Gebt Creator Code Team Lukas unbedingt bei euch ein. Würde mich ultra freuen. Bis dann, ciao, ciao.